Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich wollte jetzt einmal kurz zu Orlan gehen. Ich musste kurz überlegen, wie hieß er nochmal, Orlan? Zu deiner Taverne und gucken, ob da die Banditen sind, die der Richter hier sucht. Ansonsten, wenn ich die jetzt nicht finde, ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Satsuras. Denn wir haben hier tatsächlich, nein, nicht den Fanfrieden, die Botschaft. Batra schreibt für Satsuras. Und dann hoffentlich bekommen wir ja von ihm den einen Ring, den wir brauchen, um nach Jagendar endlich mal zu kommen. Und darauf freue ich mich, dass wir endlich dann Jagendar mal besuchen können. Wir sind ja auch schon gefühlt bei Folge 100 fast, Pi mal Daumen. Und ich habe das auch irgendwie nicht mal mit Absicht in die Länge gezogen. Also wirklich nicht mit Absicht. Ich wusste das einfach nur nicht besser. Ich weiß nicht, wie ich das rechtfertigen soll, aber naja. Wenn man das erste Mal Gothic spielt, hin und wieder mal paar kleine Ausschnitte von anderen gesehen hatte und so weiter, von der Hehl zum Beispiel oder dem Umut, so immer kleine Ausschnitte, aber selber nie das gespielt hatte, ja, dann kann es mal passieren, dass man ein paar Sachen durcheinander bringt. Für mich ist das immer noch blind hier, ja, weil ich nicht komplett das Spiel gesehen habe und selber nicht gespielt habe, sondern immer nur so kleine Ausschnitte, so, die irgendwie irgendwann mal gekommen sind. Das war auch der Grund, warum ich auch das mit Vatras auch nach hinten gezogen hatte, bis ich das alles komplett vergessen hatte mit dem. So. Flüchtling. Ruka. Er musste es ja besser wissen. Hier sind die Flüchtlinge. Okay. Das hätte er auch selbst wissen können. Was willst du von mir? Wo ist der euer Anführer, Morgahart? Wo ist euer Anführer, Morgahart? Ich will keinen Ärger. Geh zum Großbauern. Er wollte sich bei den Söldnern verstecken und jetzt lass mich in Ruhe. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, okay. Der ist bei den Söldnern. Okay, dann gehen wir mal darüber. Wenn er Teil der Söldner wird, dann kann ich ihn schlecht verraten. Aber dann kann ich vielleicht mit ihm was aushandeln, dass ich einfach behaupte, er sei tot. Und irgendwas als Beweis quasi nehmen, so in Anführungszeichen. Kann ich mit ihm einen Deal aushandeln? Wenn Morgahart dann Teil von den Söldnern hier sein wird? Das war doch schon vorher klar. Das interessiert mich nicht. Ich finde es jetzt doof, dass ich meine Söldnerrüstung verkauft habe, um von Ona Geld zu bekommen. So, das ist ja auch nicht mehr allzu weit dahin. Vielleicht kann ich auch jeden einzelnen dieser Flüchtlinge zu den Söldnern rüber bewegen. Ich finde es jetzt irgendwie nur doof, dass hier Fester kein Schwert mehr hat. Ist das wirklich wahr? Aber okay, der hatte uns verraten gehabt. Beziehungsweise verarschen wollen. So, Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen kratzig. So, Jarvis, Söldner, Bauer, Hulko, Silvio. Wo ist Morgahart? Vielleicht, oh, da sind neue Leute. Von mir hat er das nicht
war keine große Sache. So, Flüchtling und Morgahart. Du bist Morgahart? Du bist Morgahart. Woher kennst du meinen Namen? Der Richter sucht nach dir. Du bist aus einem Gefängnis geflohen. Was hast du angestellt? Seine Brieftasche geklaut? Nicht seine, die des Statthalters. Und das auch noch in seinem Auftrag. Nachdem wir den Statthalter überfallen haben, wollte er die Beute nicht mit uns teilen und hat uns verhaften lassen. Wir wollten nicht am Galgen enden, also sind wir geflohen. Wir dachten, so würden sie uns niemals kriegen. Das war wohl ein Irrtum. Der Richter gab mir den Auftrag, dich zu töten. Was können wir gegen den Richter unternehmen? Hör auf zu jammern und zieh deine Waffe. Was können wir gegen den Richter unternehmen? Was können wir gegen den Richter unternehmen? Gar nichts. Der sitzt wie die Spinne im Netz da oben im oberen Viertel. Und ist unantastbar. Das würde ich nicht sagen. Man bräuchte nur einen Beweis seiner Schuld bei der Sache mit dem Statthalter. Einen Beweis, sagst du? Den habe ich. Aber wer würde schon auf einen verurteilten Verbrecher hören? Gib mir deinen Beweis und ich werde dafür sorgen, dass sich niemand mehr jagen wird. Bist du sicher? Na gut. Hier, nimm diesen Brief. Er trägt die Unterschrift des Richters. Auch wenn es an meiner Schuld nichts ändert, wird er doch ausreichen, seine Mittäterschaft bei der Sache zu bestätigen. Okay, also... So, hey, was mit ihm? Vergiss es. Ich gehe nicht mehr in den Knast. Ich habe nicht vor, dich in den Knast zu holen, zu bringen. So, können wir einmal jetzt mit Lee vielleicht reden? Da wir ja einen Beweis jetzt haben. Das kann ja nicht ewig so. So, Lee? Ich habe etwas Belastendes gegen den Richter gefunden. Ich habe was Belastendes gegen den Richter gefunden. Das hat er wirklich nicht verdient. Wirklich? Was ist es? Er hat einige Typen damit beauftragt, den Statthalter von Korinnes zu überfallen. Kurz danach hat er sie verhaften lassen und sich das ganze Gold eingestrichen. Ich habe dir den schriftlichen Auftrag des Richters an die Kerle als Beweis dafür mitgebracht. Das hat er doch vorher gewusst. Na, endlich. Das wird reichen, ihn bluten zu lassen. Ich bin beeindruckt. Jo. Das lasse ich mir einiges kosten. Hier hast du deine Belohnung. Und zu keinem ein Wort darüber, klar? Okay. Zählt das jetzt als abgeschlossen? Das Richters Lakai, ja, hier ist abgeschlossen. Okay, das heißt dann. Ich glaube nicht, dass ich da. Wir gehen jetzt noch einmal pennen. Er hat auf die falschen Leute selbst ist noch nicht drauf. So. Und dann, gehen wir jetzt zu Saturas. Elena? Hallo, schönes Kind. Hallo, schönes Kind. Was willst du? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Was ist deine Aufgabe hier? Ist was Bedeutendes passiert? Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Okay. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Das Land ist ziemlich unsicher geworden. Keiner wagt sich weiter als bis zu den eigenen Feldern. In der Stadt ist schon lange keiner von uns mehr gewesen. Okay, noch etwas Neues? Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Das Land ist ziemlich un... Okay. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Die Äpfel definitiv. Und ein Topf. Das Ding auch nochmal. Kann ich ihr noch irgendwas andrehen? Abgesehen von dem Blutkelchen. No. Obwohl, warte mal. Hier, die Pfeile. Die Pfeile brauchen wir ja nicht, die nutzen wir ja nicht. So, und jetzt wollte ich mir, Dings. Das gibt ja Stärkebonus von 10 und das Lebensenergiebonus. So, die Äpfel gönnen wir uns jetzt. Eine bestimmte Anzahl an Äpfeln, die geben ja auch noch irgendwie einen gewissen Bonus. 25, glaube ich. So, ich speichere hier jetzt mal.
Dann gehen wir jetzt zu Saturas. Das will doch keiner wissen. So, ne, fester aus dem Weg. So. Dann will ich jetzt endlich mal nach Jakunda kommen. Vor allem, wir brauchen auch nicht 1.500 noch für die nächste Stufe. Ist auch eigentlich schon ganz gut, oder nicht? Da wartet, wenn wir hier mal hintergehen, in den Wald, dann muss da auch noch bestimmt irgendwo noch ein paar andere Viecher geben, abgesehen von Orks, die wir erledigen können. Und dann nochmal Punkte sammeln, bevor wir nach Jakunda gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer Jagen da sein wird. Aber lieber ein bisschen zu stark gerüstet, als zu schwach gerüstet. Jo. Komm her, bisschen näher. So, dann haben wir die auch schon mal. Ich habe keine Ahnung, woher eigentlich diese untoten Goblins jetzt herkommen. Da sind noch mehr Untote. So. Komm näher. Ich sehe da einen Trank. Ey, aber echt die? Die können wir ja eben schnell erledigen. Komm. So. Den da auch. Noch ein Trank. Victimosorn. 456 bis 512. Erst der Phönix stoppte ihn. Und hier. Kurzschwert der Mediz. Serane Ukara. 234 bis 298. Der den Turm bewacht. Welchen Turm? So, hier ist jetzt die Frage. Wo gibt es hier noch mehr Gegners? Ach, hier, warte, Feuernessel. Hier, wo wir Lucias Abschiedsbrief bekommen hatten. Okay, dann würde ich hier auch nochmal speichern. Komm wieder auf die 1. Und ich meine, hier war auch irgendwo noch ein Suchender. Irgendwo war hier doch einer. Alter, das Uhu. Snapper sind hier jetzt keine.
Hier ist ein Suchender. Ja, ja. Komm. Ja. Okay, überstanden. Ah, hier. Warte mal, wir sind hier jetzt. Ah, hier sind wir. Ich speichere vielleicht einmal nochmal auf wie 1, weil wir den jetzt erledigt haben. So. Was haben wir da? Drachensnipper bei einem Schattenläufer. Und hier hatten wir ja Sagitta. Konnte die uns heilen? Wird mich einmal heilen lassen wollen. Heile mich, ja. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Jo, danke schön. Einmal vollständig geheilt, perfekt. Das finde ich super, dass hier einige Leute gibt, die einen wirklich heilen können. So, warte mal. Nee, falsche Taste habe ich jetzt gedrückt. Ich wollte, dass ich... Wir haben 10 Lernpunkte. So, warte mal. Dann würde ich mit den 10 Lernpunkten einmal zu... Nochmal speichern. Und nochmal zu Kord gehen. So, die Drachensnapper sind da. Hier ist ein Feuernessel. Wo war eigentlich der Schattenläufer jetzt genau? Ich gehe lieber nicht in die Richtung. Aber jetzt trotzdem noch einmal zu Kord. War da noch was? Habe ich was gesehen? Oder habe ich es nur eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Aber hier oben gab es, glaube ich, nichts mehr, oder? Außer das Ding. Apropos. Nein. Heilpflanze. Oh, guck mal, ein Schalter. Hat er einen Schalter? Der hat keinen Schalter. Sekündchen noch. Weiter aufs Ziel zu. Aber hier gab es doch auch was. Hier ging es ja mal runter. So. Yo! Schwarzes Erz. Ich besiege erstmal alle, die hier sind. Wenn wir schon in der Lage sind, die kaputt zu machen. Was hat das mit dem schwarzen Erz auf sich eigentlich? Müsste hier auch noch einer sein, ja. So. Das speichere ich. Wir haben die alle besiegt. Und da ist eine Tafel. Okay, noch eine Tafel für Vatras.
Was? Sorry. Hier die Steintafel. Ich glaube, das lassen wir mal. Wenn die so stark sind hier, aber die Schlüssel, die behalten wir. Gibt's hier sonst noch was zu holen? Aber das war ein bisschen jetzt zu heftig, wenn da so viele waren. Aber okay, wir haben wieder einen Grundstück. Und wir haben nochmal ein paar Punkte bekommen. Die komme ich aber später nochmal wieder. Wenn wir starker noch sind. Gegen die Untoten da unten. Das sind definitiv Punkte. Wir kommen da definitiv nochmal hin. Aber jetzt erstmal zu Kord. Und warte mal, nochmal gucken. Was für eine Steintafel haben wir eingesammelt? Nichts hiervon. So, okay, also doch, wahrscheinlich eher davon. Oder warte mal. Wenn wir bei Myxir die lernen, die nächste Stufe, dann haben wir hier nochmal Lebensenergie, Armbrust, Bogenschütze, Magie und Zweihandkampf. Und Einhandkampf. Nochmal ein bisschen. Würde das doch ein bisschen mehr Sinn machen, oder? Dann gehen wir da, die nächste Dings da lernen. Die nächste Stufe. Warum sind die Schafe hier? Würde doch mehr Sinn machen, oder nicht? Ich glaube, es war doch Mix hier, der uns die Sprachen da lernt. Beibringen konnte. So, da haben wir einen Schattenläufer und die Drachensnapper. Hier speichere ich noch einmal, bevor ich dran vorbeilaufe und eventuell drauf gehe. Jo, das sind die Snapper. An den Snappern laufe ich lieber erstmal vorbei. Die schaffe ich noch nicht. Aber wirklich, es macht mehr Sinn, wenn wir jetzt bei Dingziel lernen. Was haben wir denn da? Nichts. Oder? Doch. Rostiger Zweihänder. Vera Ast. Hier war doch noch was. Heilkraut. Und dann jetzt schnell hier nach oben. Ja, es wird Zeit, dass wir jetzt wirklich endlich mal nach Jagen da kommen. Warte mal, ist das noch der richtige Weg? Das ist noch der richtige Weg.
Wir sind nur dieses Mal im Gegensatz zu vorhin falsch abgebogen. Aber okay, das ist in Ordnung. Ich finde es schön, wie oft ich eigentlich manchmal Sachen hier übersehe, dass ich mich wundern kann, wie und jedes Mal immer wieder sage, wie konnte ich das übersehen? Hier ist so viel, wo ich mich das frage. Eigentlich sollte es mich gar nicht mehr wundern, wie ich sowas übersehen konnte. Hier waren wir letztens, stimmt. Da hatten wir den Einsuchenden erledigt. Also noch in dieser Folge. Ich glaube, hier auf der Map dürfen jetzt keine Suchenden mehr übrig sein, oder? Haben wir noch einen Geschwindigkeitstrank? Ich finde, wir sind ein bisschen zu langsam unterwegs. Trank der Geschwindigkeit. Dauer 5 Minuten. Ja, komm. Gönnen wir uns jetzt einen. Dann sind wir 5 Minuten am Rennen. Ich freue mich aber auch schon, wenn wir stark genug sind, die Orks da abzuschlachten. Und die Snapper. Wenn ich die besiegen kann, das wäre so ein Segen, sobald ich das kann. Es wird mir schon reichen, wenn ich in der Lage bin, einen zu besiegen, da einzeln, also zumindest die Elite. Das wird mir schon reichen. Oder die Feuerwarane da hinten. So. Rein da. Saturas, wo bist du? So. Hey. Gib mir den Ring, ich werde das Portal öffnen. Gib mir den Ring, ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Okay. So, jetzt wollte ich noch mit Dings hier reden. Der mir die Sprachen dabei bringen konnte. Die alten. So, und hier auch erstmal runterfallen. Natürlich. So, Medarion war das, glaube ich, oder? Nee. Riordian war es auch nicht, Kronos auch nicht, Nefarius, Myxir. Lehre mich die fremde Sprache, lehre mich genau. Die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Sprache der Krieger lernen, kosten 10 Lernpunkte. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Okay, so, das heißt, alles mit einer 2 kann ich jetzt lesen hier. Und, verbessern. Ja, Bogen können. Nice. Nochmal 4. So. Nice. Den kann ich noch nicht, oder?
Das kann ich nicht lesen. Ne, den kann ich noch nicht. Aber hier, alles mit einer 2. So, Einhandkampf ist. Und hier, Zweihandkampf. Nice. So, wie sieht es jetzt hier aus? Einhänder-Kämpfer ist schon mal auf 38. Zweihänder ist auf 63, immerhin. Meister schon. Meister? Das ist schon mal gut. Armbrust 18%, Bogen aber 26%. Sind wir in der Lage, hier auch alles zu lernen? Würde ich gerne wissen. Aber ja, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!